So, wenn C-Tech heilen ist, dann reicht's auf jeden Fall fürs Level. Ansonsten wird's kritisch hier. Ansonsten kannst du wieder ein paar Mobs haben. Oh, das wird C-Tech heilen. Oder was Nee, anderes. auch in der Krypta nochmal, okay. Nee. Der war jetzt unexpected. Okay. Der Heiler ist nicht da. Dann halt so. Wozu hat man eine Handauflegung? Ich wundere mich, wieso ich die ganze Zeit keinen Schattenbrand machen kann, aber ohne instabilen Funken. Ja, das könnte schwierig werden. Ah, schon besser. Da kam eine, keine Ahnung, ein Gebiet der Heilung, genau. Die Mana-Schleuder schlechthin. Im Low Level ist das zwar noch egal, aber Ja, im genau, lassen halt einfach machen. War genauso mit den Bubbles. Das Mana geht dem jetzt eh noch nicht aus. Ich kenne nur einen Heiler, dem in so einem Levelbereich schon das Mana ausgehen kann, das ist der Mönch. Wenn man den Mönch richtig pumpen muss, und das muss man an mancher Stelle hin und wieder mal machen, dann ist der ganz schnell Mana leer. Na gut, dafür hat er auch seinen Mana-Tee, muss man mal dazu sagen. Der ist da an mancher Stelle schon sehr praktisch. Das Spiel will mich verarschen. Na. Klappt man gerade 30 Haustiere auf Stufe 10, kommt der nächste Erfolg von 75. Ich werde nicht mehr. Ich fühle mich verarscht. Solange du nicht als Bug-Tester fungierst. Das ist ein Bug, ganz klar.
Ich hasse Magieunterdrückung. Hey, ich hab den Chaosbeutel durchgekriegt. Nach wie vielen Sekunden? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht mal die zweite Hälfte gecastet. Ja, wenn du dich direkt an den Boss ranstellst, bist du auch selber schuld. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hast du so blöd über die Treppenkante gezogen, dass ich erst ganz hoch laufen musste. Das Bett ist tot, oh nein. Fürs Abschließen der Inni gibt es 45.000 EP. Ich glaube, das reicht bei dir nicht ganz, oder? That's right. Da bin ich gerade mal bei 300.000. Und dann fehlen mir immer noch 81.000. Die Inni ist zwar schnell, aber deswegen reicht so lange nicht für ein Level Up. Ich sehe gerade, dass da ein Schurke auf Stufe 68 rumgurkt. Und der wäre bestimmt auch für sowas zu haben. Okay. Gib ihm Saures, Mann. Jojo. Na dann, noch 30.000 EP, dann bin ich Level Up. Ja, bei mir hat's gerade so gereicht. Du kannst ja schnell ein paar Viecher killen gehen wieder, wie beim letzten Mal.
Mal schnell, weißt du, wie wenig IP die Viecher geben? Oder wir machen noch eine Inni. Meld noch eine Inni an, komm, auf geht's, wir sind eh gleich wieder drin. Na dann, in der Hoffnung, dass wir noch in Setekallen reinkommen. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Und ich habe einen Dönerdrachen. Hör mir auf mit Döner, ich krieg schon wieder Hunger. Setekallen. Z. Toll. Hey, jetzt kommt Madagaskar im Fernsehen. Welcher Teil? Der erste. I like to move it, move it. Der König Julian ist sowieso der Beste. Lol, jetzt ist er verreckt. Ja, wenn der Heiler mich nicht heilt. Geht schon wieder los. Die Heiler machen keinen. Die Heiler heilen nicht, die TDs machen keinen Schaden und die Tanks. Tankt mit, na Spaß. Ja, der Heiler ist dafür erster im Damage. LOL! Was ist denn das für ein Heiler? Ein Charmy. Feuer Nova, Nahkampf, Flammenschock. Ja, ist ein Verstärker, der sich als Heiler angemeldet hat. Go, go, Pool, alles. Und dann, das kann er nicht gegenheilen, vergiss es. Ich verteile jetzt an alle Leute Gesundheitssteine und ich bin ab jetzt der Heiler. Ja, mag sein, dass ein Verstärker so eine Inni auch solo kann. Was er auch tut irgendwie. Ja. Ich weiß, was ein Verstärker kann, nicht Main einen. Also Ja, was du nicht sagst. Potenzial zum Inni-Soloen hat der auf jeden Fall. Er ist ganz praktisch, um das Ganze ein bisschen abzukürzen bis zu meinem Level Up, von dem her beschwere ich mich jetzt mal nicht drüber. Laufen wir ihm einfach hinterher. In dem Verlauf und looten. Ich weiß auch, warum die so viel Schaden macht, wenn ich mir das so anschaue, was die für ein Gear trägt.
Ich meine, die hatten. Ja, ich sehe schon, du brauchst nicht weiter erklären. Ja. T6 4Z-Bonus, aber ich da nur. Ja. Heftig equipped, das Mädel, heftig equipped. Mensch, Kilian. Ja, was soll ich machen? Der kommt auf mich zugestürmt und stunt mich und haut mich um. Nichts hängen. Gut, mach mal zu einer Gerechtigkeit aus. Muss ich nur daran denken, dass ich ihn bei der nächsten Indie wieder anmache. Spiele ich halt mal Pseudo-Heiler für den Charmy. Was soll's. Könnten wir eigentlich auch mal eine Heilskillung für den Char machen. Können tust du einiges, ob du das machst, ist wieder was anderes. Ist echt gut, dass ich mir Voodoo bei dem Char angemacht habe. Ja, das Addon ist nicht von schlechten Eltern. Kaum ist der eine 4 abgelaufen, schon kriegt man den nächsten. Tja, deswegen bin ich mal kurz ein bisschen weggegangen. Nein, mein Pet hat bis auf 25% Leben. Aber es hat überlebt. Haha. Ja, dann würde ich mal behaupten, GZ, wir haben unser Tagesziel auch erreicht. Ja, das Tagesziel. Level 68. Juhu! Etwas schneller als geplant, dank unserem Über-Charmy, der uns da irgendwie durchgezogen hat. Ja, warum auch nicht? Wenn er schon das ganze T6-Zeug anhat. Ja, dann kann er wenigstens ein bisschen was machen hier, ne? Der hat auch die ganzen Teile aus Sunwell an, vom T6. Jo. Na gut, dann würde ich mal sagen, hör mal auf für heute, oder? Ich gebe die letzte Quest noch ab. Scheiße, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Der Klassiker. Und die Leute wundern sich, dass ich mit den EP immer voraus bin. Ja, weil es jetzt eigentlich unnötig war, noch die paar EP da mitzunehmen, weil jetzt gehen wir eh nach Nordend. Dann raus aus der Inni. Dann nehmen wir nochmal schnell das Portal nach Stürmwind, damit wir in der nächsten Folge dann gleich nach Nordend kommen. Und einen Kaltwetterflug sollten wir vielleicht holen.
Ja, sollten wir. Na dann packen wir es endlich. So eine Gerechtigkeit sollte ich jetzt auch wieder anmachen. Nicht, dass ich irgendwann in der nächsten Aufnahme in der ersten Inni stehe und dann auf einmal denke, ach du Scheiße, wieso habe ich keine Agro? Ja, mal, das passiert, ne? Dann Pech für den Hexer. Ja, nachdem du ja jetzt eh schon wieder offline bist, beende ich jetzt hier einfach nochmal die Aufnahme. Danke Nadine, dass du heute dabei warst. Kein Problem, immer wieder gerne. So habe ich jetzt das Camtasia-Fenster da. Tschüss. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.